Russland beginnt einen totalen Krieg in der Ukraine, indem sie die Energiekraftwerke vernichten. Betroffen waren die Kraftwerke Kharkiv TPP 5 und der Smijevska TPP in der Region Kharkiv, das Kraftwerk Pavlograd TPP 3 in der Region Dnipropetrovsk und das Kraftwerk Kremenchuk in der Region Poltava. Die Angriffe wurden vom Schwarzen und vom Kaspischen Meer aus gestartet, der Anstieg und das plötzliche Auftreten eines Energiedefizits führten zu einer Verknappung der Erzeugungskapazität. Die Übertragung zusätzlicher Kapazitäten über die 750 kV und 330 kV Leitungen hat die Probleme im Netz nicht beseitigt. Aufgrund des Frequenzabfalls begannen die Umspannwerke, den Schutz auszulösen und schalteten zunächst große Verbraucher und dann ganze Regionen ab. Der Zusammenbruch des Energiesystems griff auf die Netze der Regionen Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Saporischschja und Odessa über. Zwei ukrainische Kernkraftwerke, Chmelnytskyi und die Südukraine, haben mit der Abschaltung von Kraftwerksblöcken begonnen, da sie nicht in der Lage sind, den erzeugten Strom ins Netz einzuspeisen. Wie es aussieht, werden die Angriffe fortgesetzt. Die Lage in Richtung Donetsk-Saporischschja. Die ukrainischen Kommandeure ziehen ihre Reserven in Richtung Ugleda zusammen. Eine Zugladung mit 150 militärischen Fahrzeugen ist am Bahnhof Pokrovske eingetroffen, und Einheiten der ukrainischen Streitkräfte haben mit dem Abbau ihrer eigenen Minenfelder an den Zufahrten nach Ugleda begonnen. Die Truppenbewegungen und andere Aktionen deuten darauf hin, dass eine Offensive in Richtung Ugleda vorbereitet wird. Ihr Ziel könnte sein, bis nach Wolnowacha vorzustoßen, um einen Brückenkopf für den Vormarsch in mehrere Richtungen zu schaffen. Ukrainische Kräfte wurden auch in der Nähe von Krasnogorowka bei Donetsk gesichtet. Nachdem die ukrainischen Streitkräfte in den letzten Tagen wiederholt erfolglose Gegenangriffe auf die Siedlung Pesky am Rande der DVR-Hauptstadt unternommen haben, könnten sie dieses Mal einen Angriff von Avdiivka aus versuchen. Lage in Richtung Kharkiv: Erstens, die Ukraine besetzt weiterhin Siedlungen im Norden des Kreises Kharkiv, das wahrscheinlich noch 1 bis 2 Tage brauchen wird, um zumindest ihre Anwesenheit zu markieren. Danach werden sie damit beginnen, Positionen in der Nähe der russischen Grenze einzurichten. Zweitens, die Front des Oskol stabilisiert sich. Der Ukraine ist es nicht gelungen, dort einen vollwertigen Brückenkopf zu errichten, der östliche Teil von Kupiansk wird von russischen Truppen gehalten. Nördlich von Kupiansk dürfte sich die Front in der Nähe von Dvorechnoje stabilisieren. Drittens, angesichts des Abzugs der ukrainischen Artillerie in den Norden der Region Kharkiv, ist mit einer Intensivierung der Angriffe auf russische militärische und zivile Einrichtungen im Süden der Region Belgorod zu rechnen. Dies gilt insbesondere für Schebekino und Waluiki. Mögliche Angriffe sollte die russische Armee nicht unterschätzen. Es ist auch mit einer Zunahme der grenzüberschreitenden DRG-Aktivitäten zu rechnen. Viertens, die Truppen, die sich aus Isium zurückgezogen haben, müssen zweifelsohne wieder aufgefüllt und neu ausgerüstet werden. Dank der Tatsache, dass die Brücke über den Oskol unter Kontrolle geblieben ist, konnte die militärische Ausrüstung abtransportiert werden, aber die Verluste im materiellen Bereich sind für Russland immer noch erheblich. Vor kurzem wurde eine Verstärkung der ukrainischen Gruppierung in Bachmut Artemivsk über Konstantinivka verlegt. 27 BMPs mit gepanzerten Fallschirmjägern und ein Konvoi von Lastwagen mit Soldaten passierten die Sobornost-Straße und weiter die Autobahn Konstantinivka-Ivanivsk-Bachmut. Berichte über eine Ansammlung von ukrainischen Panzern in Olchowatka haben sich nicht bestätigt. Die ukrainischen Streitkräfte werfen Panzer ab, um Krasny Liman zu stürmen, die Panzer kommen auf uns zu und der Feind rückt von Zakatnoje aus entlang des Flusses vor. Doch wir halten durch. Wir stehen unter einem schweren Beschuss in der Stadt. Wir brauchen dringend ein paar Nachtjäger, so die Worte der Kämpfer an der Frontlinie. Von Anna Dolgorova, Freiwillige des Kuban, Kommandos und Kämpfer der LNR, wehren den starken Angriff des personell und materiell überlegenen Feindes seit mehreren Tagen ab. Dabei werden sie von russischen Artilleristen tatkräftig unterstützt, die ukrainischen Truppen am Überqueren des Flusses hindern. Die ukrainische Armee kann den Fluss noch nicht überqueren. Doch wenn sie ihre Ausrüstung von Raigorodka aus rüberbringen können, wird es für russische Truppen schwierig werden.
Doch bisher werden sie von den alliierten Streitkräften daran gehindert, berichtete Kriegsberichterstatterin Anna Dolgarova gestern Nachmittag.